Achtung bei Persönlichkeitstests. Pass auf, das ist eine riesengroße Masche im Moment. Wenn du dich bewirbst, wollen sie, dass du Persönlichkeitstests machst, weil sie wollen dich einklastern und dich auf irgendetwas festnageln und du glaubst tatsächlich, dass du das bist. Ja, das könnte ein längeres Video werden. Bleibe unbedingt dran, denn deine Persönlichkeit ist nicht das, was dir die Tests sagen, das ist nicht das, was du glaubst zu sein, weil du schon so viele Erfahrungen gemacht hast und Menschen dir das gesagt haben. Das ist deine Konditionierung, aber es ist nicht deine wahrhaftige Identität und es ist auch nicht deine wahrhaftige Persönlichkeit. Wir sind alle göttliches Design, Divine Design. An uns ist nichts falsch, außer der Tatsache, dass wir glauben, dass was Falsches an uns. Und dieser Glaube, der hat sich so eingefressen, dass wir die ganze Zeit aus einer Position, einer Person, einer Persönlichkeit heraus die Welt betrachten und uns dann wundern, warum die Welt immer noch uns reflektiert, sich im Außen manifestiert, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht wertvoll genug sind, dass wir nicht genug Geld haben, damit, dass wir nicht erfolgreich sind und all diese Dinge. Ja, schau mit mir mal hinter den Vorhang, weil als energetisches Wesen manifestierst du die ganze Zeit. Deine Energie ist das, was du glaubst, wer du bist, deine Persönlichkeit. Das heißt, es sind all deine Ängste, all deine Sorgen, all deine Denkweisen, all deine Überzeugungen, die machen deine jetzige Persönlichkeit aus und die kreieren und generieren deine jetzige Realität, dein jetziges Leben, deine jetzigen Beziehungen, deinen jetzigen Bankkontostand, deine jetzige komplette Situation. Sie hat sich aus dem ergeben, was du glaubtest zu sein, weil du eben glaubtest, dass du so bist, wie sich die Welt da draußen dir gegenüber verhält. Aber die Welt wird sich sofort anders dir gegenüber verhalten, wenn du dich dir gegenüber anders verhältst. Das heißt, wenn du dich anders siehst. Ich mache das jetzt an diesem Beispiel fest, was dieser Persönlichkeitstest über mich ausgesagt hat. Disclaimer auf, ich habe einfach was angekreuzt, was mir gerade interessant erschien, als ich diesen Test durchging. Und da kam folgendes Ergebnis raus. So, hier, liebe Patricia, du bekommst dieses E-Mail, weil du deinen individuellen Persönlichkeitstest gemacht hast. Deshalb vorweg. Toll, dass du mehr über dich herausfinden möchtest. Toll, dass du mehr darüber herausfinden möchtest, wie du dich selber gerade mal siehst, Klammer auf, aber in Wahrheit in deinem göttlichen Divine Design Soul Core Blueprint nicht bist. Das war mein Disclaimer. Hier kommen weitere spannende Einblicke in dein Ergebnis. Bei dieser Analyse kam heraus, dass du zur roten Familie gehörst. So, wusstest du, dass du den Charakter großer Führungspersönlichkeiten besitzt? Steve Jobs, Michelle Obama, Elon Musk. Sie haben alle einen ausgeprägten roten Anteil. Den müssen sie auch haben, denn nur wer sich durchsetzt und gute Entscheidungen im Leben trifft, der wird auch etwas in der Welt bewegen. Das stimmt bis zu dem Satz, ich muss mich nicht durchsetzen, ich muss nicht gegen etwas agieren, sondern ich muss als jemand verankert sein und als jemand agieren. Das ist wichtig, dass du das weißt. Du bist einflussreich, zielorientiert, risikofreudig, schnell und flexibel, kreativ und pragmatisch. Du auch? Sicher. Nicht immer. Ich auch?
Nicht immer. Niemand immer. Wir sind alles. Also bist du das auch. Auch hervorragende Eigenschaften wird mir hier gesagt. Ein Problem gibt es da nur. Deine Mitmenschen können manchmal schwer mit deiner aktiven Ausstrahlung, deinem Tatendrang und deiner Präsenz umgehen. Das hast du sicher auch schon erlebt, dass deine Mitmenschen, dass deine Spiegel ein Problem mit deiner aktiven Ausstrahlung, deinem Tatendrang und deiner Präsenz haben. Warum? Weil du selber glaubst, dass das ein Problem ist, weil man dir das gesagt hat. Deswegen bist du zurückhaltend. Deswegen hast du Ängste, wirklich in deiner vollen Kraft und deinem Selbstvertrauen und deinem Selbstverständnis, in deinem Selbstrespekt dazustehen, weil du Angst hast, dass du zu groß bist. Du kannst, hier steht jetzt weiter, du kannst auf andere Menschen sogar hin und wieder forsch und unsensibel und fordernd wirken. Also, jetzt sind wir hier wieder bei dem Test, nicht bei meiner Interpretation. Woran liegt das? Die anderen Menschentypen, Klammer auf, wir sind aber alle gleich. Es gibt keine Menschentypen, es gibt einfach nur Menschen, die sind in manchen Situationen mehr ängstlich, weil sie eben Angst haben vor ihrer Reflexion als die anderen. Also, die anderen Menschentypen können weit weniger gut mit klaren Entscheidungen und direkten Aussagen umgehen, als du es kannst. Daher entsteht hier Konfliktpotenzial und das führt dazu, dass andere nicht das umsetzen oder tun, was du von ihnen willst. Daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass du genau das, was hier geschrieben ist, glaubst, weil du diese Rückschlüsse und Annahmen gemacht hast. Du glaubst, dass die Menschen mit dir ein Problem haben, dass die Menschen mit dir deiner Stärke, mit deiner Klarheit, mit deiner Direktheit ein Problem haben. Die Menschen haben aber nur ein Problem, weil du glaubst, das ist ein Problem, weil du unsicher wirst. Weil schon viele Menschen so reagiert haben und du den Rückschluss hast, dass es daran liegt, dass du direkt und klar und stark auftrittst. Aber das Problem ist, die gehen nicht auf dein Reagieren, die Menschen spiegeln dir nicht deinen Auftritt, deine Art und Weise, sondern das, was du über dich glaubst. Und die meisten versuchen eben mit Klarheit und Direktheit zu überzeugen, weil sie ja selbst nicht von sich überzeugt sind. Aber wenn du cool und chill, klar und direkt kommunizierst und weißt, es ist gut, es ist richtig, kann dein Gegenüber nicht anders als mit eingenommen sein von dir. Aber nur, wenn du hundertprozentig hinter dir stehst und von dir komplett klar überzeugt bist. Sobald du einen Zweifel hast, kriegst du den im Außen gespiegelt und das ist das, was den meisten passiert. Weil tief, tief drunter immer wieder die Angst und der Zweifel ist, klappt das, sage ich es richtig, darf ich so direkt sagen, darf ich so sein, wie ich bin? Wird das angenommen, wird das verstanden, weil du dich eben selber noch nicht komplett angenommen und verstanden hast. Und hier wird jetzt gesagt, wenn du jedoch genau verstehst, wie du tickst und auch deine Mitmenschen, dann kannst du ganz gezielt kommunizieren und deine Ziele leichter und reibungsloser erreichen. Wenn du ganz genau verstehst, wie du tickst und dass dein Gegenüber dein Spiegel ist, deine Reflexion und dass es nicht drüber geht, wie du tickst, was du willst, was du erreichen willst, sondern wer du glaubst, dass du bist in Wahrheit, wo deine wahrhaftige Power liegt in deinem Divine Design Soul Blueprint, dass du richtig bist, so wie du bist und dass du keine Angst haben musst. Aber die Angst zeigt sich immer wieder in der Reaktion der anderen Menschen. Die zeigen nur deine Angst, die zeigen nur deine Ablehnung, die zeigen nur deine Unsicherheit. Wenn du das verstanden hast, Neville Goddard nennt es immer wieder, everyone is you pushed out. Jeder ist das, was
Du bist in Wahrheit, was du über dich glaubst in Wahrheit. So ist es nicht, was du bist in Wahrheit. Weil wenn du das, was du über dich glaubst in Wahrheit, mit dem vereinigst, was du bist in Wahrheit, mit deinem Divine Design, Soul, Blueprint, mit deiner Wahrhaftigkeit, mit deiner Großartigkeit, mit deiner Stärke, mit deiner Power, nur weil du bist, nur weil du da bist. Und das heißt eben Oneness. Wir sind alle eins. Wir sind eins. Und zwar eins in mir, eins in dir, eins in deiner Perspektive, in deiner Ansicht, in deiner Weltsicht, in deinen Überzeugungen und in deinen Annahmen und in deinen Rückschlüssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Prinzip verstehst. Was es wirklich heißt, wir sind eins, wir sind nicht getrennt, wir sind Spiegel voneinander. Dass du dich von so einem Zeug nicht in eine Ecke, in eine Nische, in eine Schublade drücken lässt, wo du dann versuchst, zurechtzukommen und dich zu rechtfertigen und rauszukämpfen und besser zu werden. Du bist perfekt. Du glaubst nur, dass es nicht so ist. Du glaubst nur, dass irgendwas falsch an dir ist, weil du halt durch diese Glaubenshaltung, durch diese unsichere Persönlichkeit, durch diese ängstliche Persönlichkeit, die ihre Ängste überspielt mit Dominanz, überspielt mit fakem Selbstbewusstsein, mit Klarheit, mit Sturheit, Starrheit. Deswegen ist es so, da draußen, so schwer. Und es ist so leicht. Wenn du erkennst, dass alles nur du ist und dass du perfekt bist, so wie du bist, weil du weißt, wer du bist in Wahrheit, deine Divine Design Soul Blueprint kennst und es nicht verwechselst mit deiner Persönlichkeit, die du gelebt hast, die so viel Ängste drin noch hat, so viel Unsicherheiten drin noch hat, weil sie an sich selber zweifelt, weil sie eben nicht verankert ist in ihrem wahrhaftigen Sein. Und genau das spiegelt dir die Welt und das spiegelt dir Persönlichkeitstests, das spiegeln dir Tarotlesungen, das spiegeln dir Hellseher, weil die Welt da draußen so ausgerichtet ist, dass sie nur dir das zeigt, was du glaubst, denkst, annimmst und worüber du überzeugt bist. Und wenn du eben noch Zweifel an dir hast, an deiner Persönlichkeit, weil diese Persönlichkeit so viel mehr ist als irgendeine Persönlichkeit, die hier auf dieser Welt beschrieben werden kann. Oder hast du schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht, der Gott beschreibt? Unendlich, unglaublich, groß, ohne Grenzen, ohne Bedingungen, ohne Einschränkungen, ohne Logik. Das ist die göttliche Energie, die du bist, wenn du deine menschlichen Beschränkungen und Einschränkungen und Labels und Persönlichkeiten mal außen vor lässt und dir erlaubst, alles von dir zu sein, alles von dir zu lieben, alles von dir anzuerkennen als das große, ganze, göttliche, perfekte. Das ist es. Und wenn dich das anspricht, am 1. Mai startet mein erstes Masterprogramm, Divine Design Soul Blueprint Masterprogramm, das dir genau diese Sachen zeigt, erklärt und dir dieses Verständnis und die Erlaubnis gibt, alles von dir zu sein, alles von dir zu lieben und zu erkennen und zu sehen, wie alles von dir sich im Außen zeigt, in allen äußeren Situationen, Umständen und Menschen. Du wirst dein ganzes Umfeld, dein ganzes Leben, all deine Finanzen und deine komplette Gesundheit verändern, wenn du dieses Prinzip verstehst, nach dem wir hier funktionieren, nachdem unser Universum funktioniert. Das Universum ist keine Sache außerhalb von dir, sondern nur eine Leinwand von dir. Und deswegen fühlt es sich auch so an, als würde das Universum dich manchmal verlassen, weil du dich selber verlässt, weil du dir selber Angst machst, weil du dir selber Zweifel gibst.
Aber wenn du gefestigt bist in deinem wahrhaftigen Sein, isst du Angst zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen, weil du weißt, Angst ist eine Lüge, Angst ist etwas, was dich wieder trennen will, Angst ist etwas, was dich wieder entmächtigen will und du nimmst es nicht mehr an. Stell dir vor, du gehst sorglos, angstfrei durchs Leben. Du erlaubst dir zu sein, wer du willst, dich gut zu fühlen in all deinen Lebenssituationen. Du erlaubst dir, deine Träume tatsächlich haben zu wollen. Du erlaubst dir alles, Gesundheit, Schönheit, Reichtum, die absolutesten, abgefahrensten Dinge, die wahrhaftigste Liebesbeziehung und alles. Auf einmal, weil du es auf einmal bist, weil du es auf einmal verkörperst, weil du es auf einmal siehst. Das biete ich dir an. Wenn du jemand bist, der den Fehler in unserer Gesellschaft, in unserer Matrix, in unserem Denken erkannt hat, der Fehler darin, dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln und verbessern müssen und noch nicht erkannt haben, wie perfekt wir sind, wenn wir diese Persönlichkeitsaspekte als das annehmen, was es ist. Angst, Zweifel. Deswegen sind wir nicht selbstsicher, deswegen verstecken wir uns, deswegen trauen wir uns viele Dinge nicht, nicht mal zu denken, deswegen trauen wir uns nicht zu verkaufen, deswegen trauen wir uns nicht, das zu sein, was wir sind, deswegen halten wir uns zurück. Dabei haben wir so viel Kraft. Wir sind die einzige Power. Wir sind die einzige Schöpferkraft in unserem Universum. Und weil es eben so anders ist, als wir alle gelernt haben, fühlst du dich auch oft als schwarzes Schaf, weil du denkst, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und ich sage dir ganz genau, was hier nicht stimmt. Es sind nur Ansichten, Überzeugungen, Meinungen, Einschätzungen, Perspektiven. Und wenn du die erkennst, und die transparent machen kannst, weil du weißt, es ist nicht die Wahrheit und weil du weißt, dass das nicht dein Blueprint ist, durch den du dich ausdrückst, sondern du lernst deinen Divine Design Soul Blueprint kennen und verkörpern. Da ist alles drin. Alles. Deine absolut großartigste Version. Und in der ist dein großartiges Leben drin, in der sind die großartigen Menschen drin, in der sind die großartigen Situationen und Erlebnisse drin. Wenn du angesprochen bist, schreib mir. Es gibt ein Mega-Angebot für dich. Wir haben nämlich ein 2-für-1-Angebot. Und es ist noch so viel mehr dahinter. Du kannst nur gewinnen, wenn du dich zumindest mal dafür interessierst. Und das reicht, wenn du mir schreibst. Ich möchte mehr Informationen. Natürlich jetzt auf meiner Homepage, mywellfeeling.com, auch schon alles aufgelistet. Aber du darfst gerne mit mir in Kontakt kommen und mehr wissen. Also, ich freue mich auf dich, weil die Welt ist da für dich. Die wartet nur, bis du kommst. Raus aus deinem Persönlichkeitstest. Rein in dein Divine Design Soul Blueprint. Darauf wartest du, diesen Sinn suchst du in dir, in deinem Leben, diesen Sinn suchst du in deiner Persönlichkeit, diesen Sinn suchst du in Astrologie, diesen Sinn suchst du in allen Tarotlegungen, diesen Sinn suchst du im Horoskop, diesen Sinn suchst du wo auch immer. Der Sinn ist hier in deinem Divine Design Soul Blueprint. Lass uns das rausholen. Und du wirst sehen, die Welt verändert sich, weil die wartet nur, dass du du bist. Nicht deine Persönlichkeit, du selbst. Aber auch nicht ein Selbst, das irgendwie zusammengebastelt gehört, weil es dann besser in die Gesellschaft passt. Dein absolutes Divine Design Soul Blueprint Self. Auf das wartest du? Deswegen bist du hier. Auf das wartet die Welt. Lass uns sprechen. Bis dann.